Da sind wir drauf. So, willkommen zur... Jetzt müsstet ihr euch so eine Stimme vorstellen. Ich drücke auf den Knopf und alles ist verzerrt. Scream Time. So, das habe ich so genannt, nur einfach. Da kommt meine Frau rein. Kaffee habe ich schon. Ich trage heute ein bisschen Werbung. Noch ist es ja erlaubt. Und ja, ich drücke mal auf den Button hier. Da geht es hier hinten im Hintergrund schon mal ein bisschen weiter. Da kann ich auf Fortfahren klicken. Und solange da der Game-Lader ist, kann ich ja sagen, ich werde diese Woche noch umziehen. Und zwar von hier unten wahrscheinlich nach oben ins Arbeitszimmer. Das heißt, ich baue den ganzen Kram da um und dann streame ich von da oben. Wahrscheinlich vom Mac Pro, iMac Pro, Entschuldigung. Und ja, über Mac. Also nicht mehr über Windows, sondern ich werde das probieren über Mac. Und dann gibt es diverse Test-Streams. Ihr werdet euch freuen. Ja, wunderbar. Ihr kennt ja meine Teststreams immer mal wieder so 1 bis 4 Stunden lang. Und da zocken wir dann die ein oder anderen Games. Wahrscheinlich auch dieses hier, weil momentan, was soll ich denn anderes anfangen? Der Michi fängt übermorgen an mit The Outer World. Da bin ich auch gespannt drauf. Will ich mal zugucken. Hier liegt übrigens eine Katze unten. Gerade nicht zu sehen, glaube ich. Leider. Aber die liegt da. Glaubt mir das. So, was machen wir heute? Wir schauen mal gleich in die Story rein, was es denn da so gibt am Angebot, was ich denn so machen kann. Und hallo Milau übrigens, hallo Dude und danke für denjenigen, der noch in dem Eingangsvideo, also in dem Intro-Video schon das mag ich geklickt hat. Daumen hoch. So, wir sind auf Game, deswegen schalte ich mal um hier. Und das ist Kamera Nummer 2, das ist auch neu bei mir. Da muss ich mal sehen, wo ich die lasse dann, weil die kann ich mir ja nicht einfach vor den Mac stellen. Könnte ich wahrscheinlich schon, aber ob das jetzt ein gutes Bild macht? 34%. Also müssen. Ich habe einfach alles stehen und liegen lassen letztes Mal, ne? 34%. Also so. Hier machen wir Schluss und tschüss. Ja. Auf den maroden Straßen verbraucht man wohl viel Benzin. Das mache ich nie wieder. Leistung war nicht, weil ich glaube, ich brauchte mehr Kohle, ne? Hier hatte ich alles. Für, genau, 1600, da können wir nämlich ein bisschen mehr Munition mitnehmen. Ich hoffe, das haben wir dann auch mit Munition. Ach ne, Tank wollte ich. 1200, das ist wichtig. Tank. Klar, okay. Kriegen wir alles nicht hin, solange ich mal tanken muss. Gucken wir mal die Story. Bam. Garrett zu Iron Mike. Mit Ricky zu reden. Das ist immer noch der, ne? Ist das nicht immer noch irgendwie, oder habe ich das irgendwie... Schutz für die Schwachen... Er kam nicht zurück. Fahr los, um einen Geiselrettungsjob für Copeland zu erledigen. Kehre zum Hot Springs Camp zurück, um mit Tucker zu reden. Da gibt es dann auch den nächsten Job wahrscheinlich. Und hier habe ich doch höchstwahrscheinlich schon den Job erledigt. Oder nicht? Ich? Oder? Oder? Du warst einer von denen, die... hallo Michi. Du warst einer von denen, die schon mag ich geklickt haben. Daumen hoch. Vielen Dank. Ja, was machen wir? Machen wir den hier? Ich bin ja schon in Iron Mike gecampt. Also rede ich also mit Ricky. Du musst wahrscheinlich den nächsten Job hier vor der Tür. Da ist er nämlich. Da steht sie schon auf und dann mal gucken. Noch. Dick, Gott sei Dank. Ricky, was ist los? Kennst du einen gewissen Joshua Harper? Harp, ja, den kenne ich. Ich habe dem Mistkerl nie vertraut. Er trug immer ein schwarzes Stirnband, als wäre er ein verdammter Hipster oder so. Tja, dein Instinkt hat dich nicht getäuscht. Er hat Dan Lane erschossen. Beim Kartenspielen. Und floh. Oh Mann, wo ist er jetzt? Eine Patrouille sei ihn nach Süden fahren. Sie hatten zu viel Angst, ihn aufzuhalten. Er hat sich bestimmt Driftern angeschlossen. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Okay, ich regle das. Du siehst seine letzte Position auf der Karte. Danke, Deek. Ich setze mich mal ein Stückchen nach rechts, weil dann jetzt bin ich mittig. Auch so ein Ding mit dieser Entfernung hier. Den kann ich ja einfach so drehen hier, diesen hier. Den kann ich einfach so drehen, wie ich will, ne? So. Das ist alles auf dem Rollwagen hier, aber ne, den, der ist fest. So, ich war der Meinung, das hätten wir schon, aber egal. So, das ist, müsste jetzt aktiv sein, gehe ich mal von aus. Beim Kartenspielen, fahr los, um einen Kopfgeldjob für Lost Lake zu erledigen. Das ist dasselbe wie hier. Fahr los, um einen Geiselrettungsjob zu erledigen. Wir nehmen aber das hier. Das ist schon an, deswegen... Auf das Bike und los geht's. Wieso geht denn ja so langsam? Schön, dich zu sehen. Dankeschön. Was? Wie geht's dir? So, Michi, kaum sage ich deinen Namen, kommst du in den Chat. Sehr schön. Ich habe auch schon gesagt, dass du in 2 Tagen die Outer World spielen wirst. Und dass ich auch schon gespannt drauf bin auch.
irgendwie habe ich das eben gegoogelt. Das ist ja so eine Wirtschaftsgeschichte. Also irgendwie Also das klingt jedenfalls interessant. Zu einer Zeit, wo ein bestimmter... Oh, klappert das immer noch? Halt nicht den hinteren Stoßdämpfer. Wo ein bestimmter... Was machen die da? Ein bestimmter Präsident noch nicht einem Attentat zum Opfer fiel. Las sich jedenfalls gut. Alkai, hey, hörst du mich? Alkai, kommen. Alkai bin ich nicht. Jemand muss ihn suchen. Bei der Grabung. Wie läuft's bei dir, Tucker? Ich dachte, ich wäre euch erstmal los. Ist ja immer so, wenn ich fahre, kriege ich einen Job von Tucker oder so. Dann funken sie mich irgendwie immer an. Irgendwie wollen sie immer. Bist du da? Juhu. Ja, Adi. Hey, hör mal. Ein Patient von mir hat uns gehört. Er hat einen gesunden Hund gesehen. Okay, ich höre. Südlich von Shermans Camp liegt eine Anlage. Ein paar Hütten im Wald. Weißt du, welche ich meine? Nein. Okay, sie liegt am Santiam Highway, der zum alten Sägewerk führt. Und Ricky sagt, ihr wärt da gewesen wegen der Horde. Ja, als ihr einen Tag lang unterwegs wart. Zum Damm. Oh, ja, okay. Ich weiß, wo du meinst. Ich hatte ja gesagt, dass ich hier diese Xe mal ganz auch mal irgendwie gucken wollte. Und das dachte ich eben so, wäre immer so ein guter Moment, um da mal zu schauen, was hier so geht. Da kommen übrigens Gegner. Liegt wieder Klopapier drin? Nein. Oh, scheiße. Was war's für dich? Beide tot. Alter, das sind diese infizierten Viecher, ne? Meine Fresse, ey. Ich hasse die. Braucht man immer. So. Hier ist noch ein X, den nehmen wir auch. Ja. So. Und gibt's hier irgendwas da drin? Gucken wir da nochmal schnell rein. Und dann fahren wir natürlich weiter. Was gab's hier noch? Außen bestimmt eine Box. Nö, hier Pflanze oder Holz. Okay, brauche ich nicht. Brauche keine Buttons hier, keine Armbrustbolzen. Schon wieder Gegner. Ich hasse es. Wieder ein Hund. Na, wir fahren weiter. Besser ist. Obwohl, das ist ja doch hier vorne. Wieder Hund. Hab dich. Yep. Na, endlich. Ich mag diese verwesten Hunden nicht. Du schießt Ricky, Harp und seine Männer scheinen bei Camp Creek zu sein. Ah, da unten, okay. Sicher, dass du das schaffst? Schüsse. Was zum Teufel? Ja, ich frag ja nur. Lost Lake Ende. Okay, komm schon, Harp. Mach's mir nicht so schwer, hm? Wie lange sie sich noch selber abknallen? Ihr wollt meine Arbeit machen? Lasst euch nicht aufhalten. Nick, hast du ihn gefunden? Ja. Ich höre Schüsse. Nein, ja, da war ein Schwarm, der hat ihn vor mir erwischt. Oh Mann. Naja, bring mir sein Stirnband. Fans Leute wollen Beweise, dass er tot ist. Ja, okay, es ist vielleicht ein bisschen schmutzig. Gut, klar. Kein Problem. Sind ja nicht mehr viele über, oder? Das ist eine Panzerung, Arschloch. Auf die Panzerung kommst du nicht, Mann. Hey. Panzerung? Habe ich das richtig verstanden? Ich
Okay, jetzt habe ich aber die Panzerung. Oh, keine Dings mehr. Oh, scheiße. Mal, frisst du mein Moped? Oh. Na, bleibst du stehen, Hund. Hab ich keinen mehr? Ich hab doch... Ach, oh, scheiße. Ja, wo kommen so viele hier? Gibt's doch nicht. Das gibt Fleisch. Jede Menge Fleisch. Ah, Fleisch. Das ist zwar nur Wolfsfleisch, aber... Wie weit seid ihr denn, Michi, mit dem Auto überhaupt? Die Karre wird gut, sagst du? Ist das Ding fertig? Ist noch nicht fertig, oder? Während ich hier Fleisch sammel. Oh, ich habe auch kein Medipack mehr. Das muss ich auch mal... Oh, und vorbei. Dann hole ich mir gleich das Stirnband und dann soll der alles erledigt sein, ne? Denke ich mir. So, das ist jetzt ein bisschen langweilig, weil ich Fleisch sammle, aber es ist wichtig. Essen, essen, essen. Okay. So, hier liegt auch noch irgendwo einer, genau. Dann fahr ich dann mit dem Moped runter. 3 von 6, okay. Ja. Hättest du gedacht, dass... Also es sah jetzt für meine Verhältnisse... Ich bin jetzt kein Freak kein Lego-Mensch. Für mich sah es ziemlich kompliziert aus. Hast du es auch so als zu kompliziert irgendwie... Oh, da sind aber hier. Erachtet oder... War das von vornherein klar für dich, dass das irgendwie ein bisschen tricky wird? Ja, nicht schlecht. So, und wo ist jetzt mein... Wo ist jetzt der Rest von den Jungs hier? ...21 Meter da hinten irgendwo. Aber hier liegt doch der Macker mit dem Stürmer, liegt doch hier schon. Schritte höre ich. Wahrscheinlich futtert hier nur wieder irgendwo ein Zombie. Die brauche ich. Oh. Hal, nimm das. Das ist gut. Er ist hier. Egal wo ich bin. Er ist hier. Egal was es ist. Das ist hier hinter. Mit Herzschlag, das ist über mir. Hier ist was. Okay. Ich gehe nochmal hoch. Ich mache das jetzt sauber hier erst. Das ist doch wohl der letzte Überlebende aus diesem Camp, oder? Ich habe was gesehen. Naja. Gut. Der letzte, der da stand, nachdem sein Camp irgendwie völlig von Zombies zerlegt wurde, so ich hab was gesehen, ist natürlich nicht gerade KI-mäßig Hochkunst.
Die hohe Kunst der KI-Produktion, Programmierung. Okay, hab's. Ah, ein Stirnband. Cool. Oh Gott, was ein Durcheinander. Geh hier aber nochmal runter. Buschen looten. Zack. Gibt's hier noch was? Irgendeiner redet hier. So, hier ist auch noch was. Ein Ohr. Oh, auch noch ein U. Das ist so ein Wecker. Warum die Bösewichte immer sich einen Wecker hinstellen, weiß ich auch nicht. So, ab zum Moppe, das Ding ist erledigt. Wobei das ja eher so Aufträge sind, die nicht wirklich der Story, glaube ich, zugehörig sind, aber na gut. Sie müssen gemacht werden. Wölfe dürften auch keine mehr kommen, durch alle erledigt. Okay, und jetzt zurück zu Ricky. Ich will meine Punkte. Wahrscheinlich werden wir hier aber gleich aufgehalten. Ah, wie gefällt dir das? Da musst du sein. Kann ich auch abkürzen. So. Ich glaube, zu ihr muss ich, ne? Genau. Hey, Ricky. Hier ist Harps Stirnband. Ekelhaft. Du wolltest es haben. Das kannst du laut sagen. Danke, Dick. Ich sage es Dans Leuten. So, Michi kann sich an nichts erinnern, was er gesagt hat. Muss im Lego-Wahn gewesen sein. Finde einen gesunden Hund. Ach ja, genau. Das war ja auch noch. In 600 Meter Entfernung. Dann tanken wir mal ein bisschen. Wo ist der Schraubenzieher? Ich habe gute Sachen heute. Schön. Was? Ich habe kein Geld. Hier? Doch, ich habe Kohle. Richtig Kohle. Kommt denn die du her? Du brauchst echt viel Sprit, was? Pass auf. Benzintank. Yeah. Bam. Was möchtest du noch? Den machen wir. Und hintere Stoßdämpfer haben wir schon. Und Rahmen haben wir schon. Lachgas haben wir schon. Bremsen. Muss ich die jetzt eigentlich in den Reifen? Muss ich die auch noch kaufen? Nee, das. So, Rahmen. Also müssen wir jetzt nur noch die Satteltaschen. Zack. Sehr schön. Hey, dein Bike sieht jetzt gut aus. Genau. Und wir können noch mehr tanken. Ja. Okay, alles klar. Und wieso muss ich jetzt reparieren auf einmal? Ja, so gut wie neu. Klar, okay. Super. Hol den Hund. Ich bin hier, falls was ist. Dauert länger. Auf zu den Hunden. Watch of the dogs. For the dogs. My English is not so good. Die Tasche zeigt jetzt 0. Achso, das ist dann für... Naja, okay. Ich habe auch keine Munition gekauft. Ich sehe ein. Dick, hey, es gibt einen Job für dich. Ricky, hey, okay, ich komme. Dicken Ende. Nee, 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 nicht schon wieder. Immer haben die einen Job, den ich gerade weggefahren habe. Jetzt holen wir erstmal einen Hund. Hund! Hundejob. Ganz viele Xe hier. Und Suchfeld ist hier auch schon, oder? Ach, da sind ja nur Ohren drin. Naja, gut. Jedes Ohr bringt sein Blut. Sein Geldchen. Gut.
suchen wir Hund. Hallo, Rumtreiberlager. Ihr seid also die Dreckskerle, die hier überall Hinterhalte legen, ja? Ich speichere lieber nochmal zwischen. Was ist, bin ich nämlich wieder im... Es muss hier doch irgendwo sein. Ich habe auch keine Mollys. Kann ich welche bauen? Ja, mach ich mal eben schnell. Oh. Okay, das war's. Kann ich die... Habe ich ein bisschen Schrott bekommen? Ja, auch gut. Das finde ich doof, dass ich da keine Munition gerade habe. So, muss ich hier alle wegmachen? Nein. Komm schon, Kleiner. Wo steckst du? Pass auf, du, jetzt gib Michi mir die Schuld. Bestimmt. Ganz doll. Er wäre ja heute... Nein. Wo würde ich leben, wenn ich ein Hund wäre? In der Hundehütte. Hier so. Aber wie kann ich den Hund gleich vor den ganzen anderen... Sachen beschützen? Wahrscheinlich gar nicht. So, hier war ich drin. Hier ist nichts. Kein Hund. Ich würde mich in der Hütte irgendwo verstecken, oder nicht? Ich kann mich aber so selten in Hunde reinversetzen. Von daher... Also ich habe schon Ray und Jörg gehört hier. Habe ich eigentlich... Ich hab doch hier einen Schalldämpfer. Schöne Sache. Damit kann man nämlich dann ganz leise... Na, lass mal so. Sonntagnachmittag finde ich gut. Da gucke ich da auch zu, Michi. Ist auch zu, ne? Shit, geht nicht auf. Okay. Wahrscheinlich ist der Hund da, wo die ganzen Zombies sind. Oder nicht? Guck mal, da ist bestimmt ein Hund drin. Da würde ich mich nämlich auch verstecken wollen. Ich kann ihn hören. Da ist er. Nehme ich mit. Hundi. Oh, und ich kann hier beschützen. Wie komme ich denn hier ran? Wie komme ich denn hier ran überhaupt? Oh Mann, oh Mann. Achso, ich muss einfach nur hier hingehen, oder was? Da muss ich hingehen, da ist der Punkt. Ja, Freitag Alexi Bexi gucke ich mir natürlich auch an. Das ist ganz angenehmer als Zuschauer. Hallo. Wie geht's dir, Kleiner? Oh, süß. Oh Gott, wie niedlich. Komm her. Oh Gott, wie süß. Hey, Kumpel. Oh Gott, wie süß. Hallo. Komm her, Kumpel. Hey. Oh, wie niedlich. Oh, hallo. Ich will den auch. Ich nehme ihn. Okay, komm her. Komm her. Okay, okay. Oh mein Gott. Schon gut, schon gut. Na gut. Schön. Ganz wie du willst. Okay. Wo es weg da jetzt in Sicherheit okay. Bringen. Ich kann das jetzt nicht leiden, wenn dem Hund was passiert. Das geht gar nicht. Ah, Mechaniker können es... ja genau, das war ganz wichtig zu wissen. Wenn man Moped verloren geht, irgendwo im Meer, im See, im Wald, ich zurücklassen muss, dann kann ich das gegen Gebühr holen lassen. Dann sind die Jungs... Mila, genau. Tastatur. Milau, merkwürdig. Stefan, hallo und Matthias, auch nicht gesehen. Mensch, schön, dass ihr da seid. Ah, schnarch. Hey, wach auf, du fauler Dreckskerl. Was ist denn los, Mann? Samstag bei JFO. Was ist das? Shit. Samstag. Wenn du willst, mach ich da wieder mit. Oh, shit. Hey. Hey, wie geht's dir, Kleiner? Hey, oh, ganz ruhig. Hey, 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 lass das. Moment, Moment, warte doch mal. Wo kommst du denn her?
Guck mich nicht an. Ja, ja, ja. Hey, 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 du hast doch bestimmt Durst. Los, holen wir dir ein bisschen Wasser. Was meinst du? Da ich Vera noch nicht kenne, dann bilde ich mein Urteil am Freitagabend. Manchmal lichte Momente. Ich habe auch lichte Momente. Ab und zu mal. Dann schnack mich nochmal an vor Samstag, bevor ich das vergesse, Michi. Weil ich bin ja auch so ein Typ wie du. So, wer, wie, heute, wann? So, was war's? Das war's. Das war's. Cool, das war schon. Das war einfach. Total einfach. Schon wieder, Ricky. Was ist mit denen hier jetzt? Die brauche ich da nicht machen, oder was? Also irgendwie laufe ich hier weiter und der bleibt da immer stehen. Das ist irgendwie ein bisschen doof geregelt. Ich habe hier auch noch Infizierungsbeseitigungen. Katze tickt gleich gerade aus hier. Also wenn ihr irgendwie was merkt, da ist sie wieder. Dann ist das die Katz. Die verrückte. Mad Cat. So, komm, machen wir das hier. Ist mir egal. Ricky. Dick, bist du da? Wir müssen uns treffen. Der auch noch. Ich höre dich, Skizzo. Was willst du? Ich hab zu tun. Hör zu. Ich weiß, dass du dem Camp nur helfen willst. Und ich will dir helfen und dem Camp. Triff mich hinter der Lodge. Skizzo, Ende. Püss. Verdammt, Skizzo. Wehe, du verarschst ja, mich. Ja, echt, ja. Skizzo. Was für ein Name? Skizzo. Wieso? Ich bin noch in... Ach so, okay. Hm. Ach, das ist so... What? Aufforderung, dachte ich. Ist doch Rigi hier. Ich will doch hin da. Ich... Tank ein bisschen, dann ist das Bike hier vorne. Zu sehen. Spart man sich gleich ein bisschen. Okay, ne? Alles klar. So, zack. Okay. Dann rede ich jetzt mit Ricky. Tudok ist zurück. Was? Wo? Wo zum Teufel ist er? Er ist weg, als er mich sah. Jeremy folgte ihm. Schon klar. Ich wollte das nicht. Scheiße, wohin, Ricky? Jeremy fuhr ihm bis zum alten Sägewerk nach. Tudok scheint sich im verlassenen Nero-Lager zu verstecken. Okay, ich kümmere mich um ihn. Ich will, dass du sein Messer herbringst. Warte, du Stirnband, willst Beweise? Messer. Okay, scheiße. Dann schön, wie du meinst. Lass ihn nicht entkommen, Deke. Wer weiß, wie viele Leichen da draußen liegen. Ja, ich mache das. Bin ich jetzt Auftragskiller? Holt mich mein wahres Ich ein? Hm? So. Munition. Ich will diesmal Munition kaufen, weil ich habe keine Munition mehr. Das ist wichtig, weil ich brauche meinen Sniper, ich brauche alles. Ich brauche Munition. Ich will aber auch mal in der Story weiterkommen hier. Das heißt, wir hören es bald mal auf mit diesen Nebenmissionen. Was macht das Leben, Blair? Gibt es neue Buffy-Lines? Wieso habe ich jetzt hier nur noch so wenig wieder? Das sind unterschiedliche Pötte oder was? Dann muss ich ja aufpassen hiermit. Aber gut, das ist billig. Gute Wahl. Nee, sehr doch gut. Nicht. Ups. Ja, gut. Und das hier? Minimum Munition in Satteltasche. Nix. Achso, da muss ich... Ah, 800 muss ich da kaufen. Gut. Yep. Den Rest verscherbeln wir später. Lass uns mal kurz in die Mission gucken, weil das ist der Auftragsjob. Und wo ist denn hier mal so ein... wieso ist das grün? Ich brauche was Gelbes. Achso, das ist Gizzo. Das ist gelb? Das ist Mission. Das nehmen wir jetzt. Hauptmission ist das. Der ist da hinten. Seid vorsichtig. Hauptmission möchte ich mal wieder machen. Wo ist der drin? Hinter der Lounge, oder wo war er? Ne, hier, ne? 25, 22. Ja, 15. Ist er unten? Ne, hier. Okay, ich bin hier. Was willst du? Moment. Komm, hier rein. Skizzo, was ist los? Naja, wenn du reingehst, zeige ich's dir. Ins Sipari? Ich habe über deine Idee nachgedacht. Also die Höhle nördlich vom Camp zu versiegeln, damit die Horden nicht mehr durch unsere Felder ziehen können. Okay. Das Problem ist, Mai konnte bisher keine Sprengschnur dafür finden, oder? Nein. Aber ich weiß, wo welche ist. Mhm.
Und ich kümmere mich drum. Genau hier. Nein. Na, ich weiß, was du denkst. Ich weiß es Nein, genau. Nein, das ist mitten im Ripper-Gebiet. Als ich das letzte Mal da Hast war, Hast du die war Medizin für deinen Nein. Kumpel bekommen? Wir holen die Sprengschnur, sprengen die Höhle. Boom. Bye-bye, Horde. Aha. Das war doch deine Idee. Mann, die Scheißgrenze ist abgeriegelt. Und auch der Tunnel. Und ich soll da rein? Dann gibt es Krieg. Ich hab einen Plan. Außerdem komme ich mit. Halt dich nur von ihnen fern. Kann ja nur schief gehen. Schnapp dir nur so viel Zeug, wie du kannst. Hoffe, wir brauchen's nicht, aber man weiß ja nie. Dann triffst du mich. Hier. Denn dort führt ein Weg über Iron Ridge. Was? Genau. Wovon redest du, Mann? Vertrau mir. Scheiße. Okay? Ich vertraue ihm nicht. Wir sehen uns da. Letztes Mal waren wir nämlich in so einer komischen Höhle. Ne? Ich habe die abgeschlossen. Ist doch gut, abgeschlossen. Alles super. Letztes Mal waren wir in so einer Höhle, da bin ich fast draufgegangen. Er war voll nervig. Er hat die ganzen... Das war heftig. Da hat er die ganzen Freaker auf mich gehetzt. Quasi mit seinem Geschütze da. Und... Ich kriege keine Luft. Und jetzt fängt er an hier, mich wieder auf so einen Killer... auf so ein Todeskommando zu schicken. Während mich Ricky andauernd auf irgendwelche Typen ansetzt, die er erledigen muss. Also wirklich, das für ein Spiel, ey. Fertigkeitspunkt. Ganz ruhig, Olli, ganz ruhig. Fernkampf, was haben wir hier? Da haben wir nämlich auch noch gar nichts. Da müssen wir ganz auf jeden Fall hier nochmal irgendwas kaufen, damit wir gleich auf jeden Fall dann hier was freikriegen. Ich finde, diese Cocktails habe ich noch nicht wirklich... Lieb gewonnen, Massenkontrolle, reduziert die Ablenkung. Von mir aus. Nehmen wir das. Weil ich muss sowieso die anderen beiden nehmen, wenn ich den anderen nicht nehme. Okay. 800 Meter, also hol ich mal ein Bike am besten. Weil irgendwie zu Fuß, bitten weit, ne? Ich bin doch nicht nachtragend, Stefan. Wo bin ich denn nachtragend? Zu wem bin ich denn nachtragend? Weißt du noch? In Bonn? Bin ich nachtragend? Doch, ich bin nachtragend. Manchmal bin ich nachtragend. Es kommt drauf an, was ich tragen kann. Was ich nachtragen kann und ob das schlimm war, was ich tragen kann. Und dann trage ich mich. Aber ich glaube, das ist jeder. Komm, dann können wir auch die Ohren verkaufen hier. Beute. Yo, Dave. Wie geht's dir, Mann? Super. Und dir? Wie geht's dir, Joe? Bis 25 ist eine ganze Ecke noch. Gehst du da rüber? Alle Vöglein sind schon da, spielt er auf der Mundharmonik. Habt ihr das auch erkannt? Schön, dich zu sehen. Alle Vöglein. Ich bin nicht nachtragend. Das trage ich dir nach. Meine Frau ist mir nachtragend, die trägt mir alles hinterher. Meine Klamotten, mein Essen. Irgendwann falle ich auch nochmal ins Wasser, wette ich. Excuse me. Ich bin bereit. Kommst du? Denk an unseren Treffpunkt. Westlich von Milagwa Lake. Ja, ich werde da sein. Platsch! Ja, Bonn warst du im Altbau, das stimmt. Ich nicht. Es war im Neubau. Es war richtig geil. Es war richtig gut. Eddie, hörst du mich? Eddie, was gibt's? Ich hab Busa den Hund geholt und es hat geklappt, wie du sagtest. Das freut mich. Du bist ein großartiger Freund. Da hat er wirklich Glück. Das ist alles rot um mich rum. Gefährlicher Flügerbelag. Meek, hörst du mich? Ja, Usman, was gibt's? Ich wollte mich nur bedanken für den Hund. Entspann dich, Bruder. Ernsthaft, der ist mir nachgelaufen. Ließ sich nicht abwimmeln. Was hätte ich tun sollen? Bruder, hey, komm schon, sitz. So wird's gewesen sein. Ja. Yeah!
bitte nochmal. Hey, hey. Runter, Richtung, hey. Oder? Komm schon, sitz. So wird's gewesen sein. Er heißt jetzt Jack. Ja, Jack hätte das gefallen. Warum nicht? Nein, das nicht. Das hab ich's gemacht. So. Okay, langsam. Langsam, sitz, Junge. Okay, das reicht jetzt. Okay, Dick, ich muss los. Buser Ende. Gern geschehen. Der musste auch sein. Tut mir leid, das ist ich wegen Zwang mittlerweile. Sammle Schwärmerohren. Dick, St. John, hier ist Lost Lake, kommen. Ja, Mike, hier ist Dick. Hab gehört, du hast Hab aufgespürt. Ich dachte, du bringst den her zum Prozess. Dachte er. So, jetzt warte ich auf den Tag, oder was? Wobei, ich fand das Hotel ganz gut in Bonn. Also irgendwie, das war so gar nicht Hotel, das war eigentlich haben sie, es ging. So, okay, Zimmer war geil, also das Neubauzimmer war richtig gut. Ich weiß natürlich nicht, wie die Altbauzimmer waren, aber Bett war super, nicht durchgelegen. Hey, erst mal beim was Punkt. Soll das werden? Wir machen es so, wir gehen durch die verdammte Hintertür. Zu Fuß! Du hast nie gesagt, dass wir zu Fuß gehen! Weißt du noch, was los war, als du dein scheiß lautes Bike genommen hast? Auch wahr. Dabei habe ich den neuen Auspuff dran. Die bemerken uns gar nicht. Also werden sie uns bemerken. Ich mag den Typen. Also, Iron Mike hat dich zu einem Treffen mit Carlos geschickt? Der Alte hat's dir erzählt? Ja, natürlich. Okay, es schadet wahrscheinlich nicht, wenn du Bescheid weißt. Schließlich gehörst du mit deinem Kumpel ja jetzt zum Camp. Oh, muss ja gut gelaufen sein. Wir spazieren einfach durch ihre, wie hast du das genannt, ihre verdammte Hintertür? Antwort ist so. Oh, das Treffen. Ja, das lief super. Versuch mal mit einem Haufen Affen zu verhandeln, die alle voll auf Drogen sind. Aber weißt du was? Wenn sie uns heute nicht packen, hält der Vertrag des Alten vielleicht doch noch. Obwohl Boozer und ich im Rogue Camp mit ihnen Probleme hatten. Hey, Carlos sagte, das war ein Fehler. Abtrünnige, okay? Ha, er sagte zumindest, es kommt nicht wieder vor. Ach, und du glaubst ihm? Keine Ahnung, verdammt. Ich bin nur Mikes Lakai, genau wie du. Mhm. Also für zwei... zwei Nächte war das auch okay, fand ich. War das ein Wolf oder war das ein... Ja, Wölfe. Glaubst du, sie sind infiziert? Wir werden es gleich erleben. Mit Sicherheit, wenn er schon fragt, sind das infizierte Wölfe. Wie bist du vorher durchgekommen? Hier war so eine Holzleiter von Bergarbeitern, Höhlenforschern, was weiß ich. Komm, hier drüben, hilf mir hoch. Ja. Und ich? Bist du bereit? Ja. Ja. Los! Alles klar. Was? Sieh mal unten nach, ob die Leiter irgendwo liegt. Was? Ich sehe hier oben nach. Okay, beeil dich. Wir müssen aus dem Ripper-Territorium raus, bevor es hell wird. Ja? Erzähl mir mal was Neues. Wieso muss ich jetzt nach einer Leiter suchen? Hätten wir auch eben zusammensuchen können, oder? Wölfe! Siehst du? Vorsicht! Hier ist keine Leiter. Ich hab sie! Wo? Ach so, die Wölfe. Also passen wir jetzt. Aua. Ey, nicht zum Laufen. Oh, bin ja richtig runter. Noch mehr? Ah, wieso beißt er denn als erster? Das war der letzte. Ich will erstmal Fleisch. Skizzo, wo zur Hölle bist du? Moment, ich hab schon. Hast du die Leiter, Skizzo? Ich hab keine Leiter. Hauptsache, die Mission ist gleich nicht vorbei, weil ich Fleisch sammle und er sagt dann zu lange von Skizzo getrennt. Das wäre nämlich typisch. Da oben ist er. Kopf einziehen. Alles klar. So, Hauptsache erzählt das auch. Kann ich mich noch heilen? Ja, ein bisschen kann ich noch. So, da ist ein Leiter.
Hab bei Mike eine Karte gefunden. 3 Flaschen Eierlikör. Darauf sind alte Forstwege verzeichnet. Gefällt ihm sicher, dass du bei ihm rumschnüffelst. Was der Alte nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Klar. Wie du siehst, war der Pfad im schlechten Zustand. Er war als gesperrt markiert. Guck mal, Disneyland. Siehst du das? Oh. Ja, Ripper Lagerfeuer. Hast du sowas schon gesehen? Nö. Nein. Versammlung nennen die das. Dabei sollen sie komplett durchdrehen. Gehen wir. Ich will nichts damit zu tun haben. Zur Hölle damit, ich will sehen. Ich biete 12 plus 1. Bist du lebensmüde? Jetzt nicht mehr. Hör zu, ich will mit meinen eigenen Augen sehen, was die anstellen. Ruhe in Frieden, steig hinab, all dieser ganze Scheiß. Okay, okay. Aber bleib bei mir. Wenn wir getrennt werden, dann war's das. Ich folge dir. Träum trotzdem nicht. Voll die Sekte, ey. Das ist kein Elefant, das ist immer noch meine Frau. In 26 Jahren putzt sie immer noch ihre Nase mit einer Lautstärke von ungefähr 70 Dezibel. Vielleicht kriege ich einen Schlag in den Nacken. Bitte nicht, nein, nicht schon wieder am Kopf hauen. Das war der Schlag in den Nacken. Jetzt warte mal. Die sind nur auf Droge. Können wir da nicht eine Granate reinschmeißen? Was zum Teufel? Sie schneiden sich selbst. Ich kenne wen, der ihr Ritual mitgemacht hat, oder wie man das nennt. Er sagte, die Ripper sind dabei auf Drogen. Auf PCP oder sowas. Angel Dust. Sie spüren keinen Schmerz. Gehen wir außen rum. Genau mein Gedanke. Und sie hören sich so an wie die, Hast du so Liga. Etwas schon mal gesehen? Nein, nicht sowas. Ich auch nicht. Deshalb müssen wir vorsichtig sein. Wenn sie uns erwischen, haben wir nicht genug Munition. Ganz genau. Komm, eine Granate links, eine rechts, das Ding wäre erledigt gewesen. Aber ich habe ja nichts zu sagen in diesem Spiel. Ich bin ja nur der Steuermann von dem Typen da. Stefan? Nein! Böser Stefan. Gib mir noch Tipps, weißt du. Deswegen trainiert sie wahrscheinlich. Runter! Wir müssen von der Straße weg. Ja. Komm. Wir gehen querfeldein. Weißt du denn, wo es lang geht? Na klar. Ich trau dem nicht. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Ja. Na klar. Wieso? Weil du ein Arsch bist. Ich bin oft hier lang gefahren. Früher. Was? Meine Lady hat hier gearbeitet, in einem Forschungslabor östlich von Iron Butte Lodge. Jedenfalls war ich oft hier. Ich schwör's, der Transportkomplex ist da hinten. Du wirst schon sehen. Komm mit. Hier entlang. Ich höre schon wieder Zombos. Und Wölfe. Mann, wo wieder, ey. Kann ich sie reparieren? Ja. Die ist voll, okay. Die Pumpe ist voll, die ist auch geladen, okay. Die ist auch geladen, super. Kann ich was herstellen? Ich kann nichts herstellen, scheiße, ey. Kann ich auch nicht herstellen, aber 4 habe ich. Gut. Habe ich Funk? Ach hier, was ist Lautsprecher. Das denn, verdammt. Ripper, sie locken mit Lufthörnern Freaks an. Komm schon. Und jetzt joggen wir da mal so hin, oder was? Was zum Teufel?
Dude, echt? Spüre jetzt den Schmerz! Ah, okay. Scheiße! Verdammt! Nein, 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 lass sie! Lass sie! Wir wollen doch keinen Krieg anzetteln! Eine Sekunde, nur eine Sekunde. Oh, verdammt! Ist er wer? Helft mir bitte! Komm schon! Bitte, nein, los, wir müssen weg. Nein, 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 wir lassen sie nicht bei den Freaks. Was? Nein. Hey! Also, wir lassen sie nicht hier! Das ist nicht, warum wir hier sind. Scheiße. Ja, okay. Okay. Ich hab schon voll die Zeit verdaddelt jetzt wegen dem Kerl, ey. Okay. Ich hab sie. Ich hab sie. Ihre Beine sind gebrochen. Sie geht nirgendwo hin, Bruder. Wir müssen uns beeilen. Tu's einfach. Hey, Kleine. Kleine? Es ist alles okay. Es ist alles okay. Schon gut, alles okay. Alles okay. Shh. Es ist alles okay. Alles ist okay. Alles okay. Wir gehen hier lang zurück. Ja, es geht nahe, das Spiel. Echt. Was gibt so Momente? Ganz übel. Alles okay? Ich hätte noch eine Granate oder sowas da irgendwie reingebastelt. Hast das Richtige getan. Lass gut sein, Skizzo. Wir alle mussten... Hör auf! Ich hätte eine Granate reingebastelt. Schade, die Pilze hätte ich gerne gehabt. Erwartet? Ja, dann mache ich das nächstes Mal. Ja, die ist krass, die Story. Das stimmt, du. Echt übel. Aber harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen. Da war Munition, das habe ich gesehen. Oh shit, runter, runter. Was? Scheiße, was jetzt? Oh. Oh. Eine verdammte Horde. Nein, das ist keine Horde. Was zur Hölle ist es dann? Ein Hörtchen. Ripper. Los, weg hier, weg hier! Das habe ich noch nicht ganz raus, den Unterschied Ripper und... Die sind vollkommen durchgeknallt. Kennst du ihren Anführer, Carlos? Nein. Das ist der verrückteste von allen. Überall Narben, Rücken, Arme, Beine. Ich sage es Mike ständig. Mit Verrückten macht man keine Verträge. Das stimmt. Wie gesagt, Skizzo, ich arbeite nicht gegen Iron Mike. Natürlich ist das der zu. Mach mal Lärm. Es muss noch einen Eingang geben. Ja, tritt. Hey, warte. Sehen wir uns mal um. Was redest du denn da? Wir wissen nicht, was uns erwartet, also Vorsicht, okay? Mal sehen, was wir so finden. Ja, ja, okay, klar. Warum nicht? Sieh dich hier doch mal um. Vielleicht findest du ja was. Hier liegt Schrott, das finde ich gut. Finde ich super. Da liegt auch Zeug. Guck mal hier, steriler Max. Wie kann das? Ach so. Hä? Was fehlt denn dann? Hallo? Was fehlt? Was fehlt? Lappen! Lappen fehlt! Okay. Brauch was meinst Lappen. Du? Nehmen wir die Tür? Ja. Kann ich? Fest verriegelt. Mach doch nicht so einen Lärm, Mann. Warte, langsam. Du weißt nicht, was da drin ist. Skizzo, Hengst.
habe ja diesen Blick, dass ich auch die Gegner sehen kann, deswegen ist das ganz interessant. Um diese Zeit ist da nichts los, keine Sorge. Baller doch nicht so rum, Herr Mann. Hab ihn nicht gesehen. Es ging alles so schnell. Ja, ja. Und dieses Rumgeballer lockt gar nicht andere Freaker an. Du Trottel. Hier gibt's ja gar nichts. Da liegt was. Max. Ja. Wir sind da mal ins Haus, oder? Ah, sieht so aus. Dose. Hey, Dick. Du hast was gut. Ernsthaft. Lass gut sein. Genau. Ich will mit dir nämlich gar nichts zu tun haben, eigentlich. Hier, hilf mir. Hierdurch kommen wir rein. Nein, ich weiß nicht, Mann. Komm schon. Gut. Gehen wir immer noch rein? Ja. Haben wir eine Wahl? Wieso ist ein Feigling? Zieh! Du kriegst durch, ich halte ihn an. Ja, du hast es. Los! Los, los! Halt es jetzt für mich! Ein Penner! Oh, Scheiße. Ich sag's dir. Siehst du? Ja, verdammt, das war doch extra. Oh. Ja, klemmt. Zieh! Klemmt! Schon sind wir ist schon okay. Geh außen rum. Ich öffne die Seitentür irgendwie von hier. Dick! Dick! Scheiße. Das ist ja richtig kacke. Verdammt! Gefällt dir das? Ja, das ist was gebracht. Genug? Oh. Ha? Was hiervon? Erst damit! Kommen wir eigentlich jetzt immer neu, oder? Ich finde ich ganz süß eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Bei mir ist einer hier. Irgendwo angeblich. Hier Schrott, wie cool. Gibt's denn hier noch so? Medikit. Nehmen wir auch mit. Jetzt quetsche ich mich hier durch, oder was? Bestimmt hier angegriffen, oder? Hier liegt noch mehr Schrott, wie geil! Kann ich gebrauchen. Naja, viele sind sie ja nicht mehr, oder? Lappen, wie geil. Shit, die Dose ist kaputt. Jetzt ist das Ding laut. Da bin ich schon ein paar Tage drin, Dude. Gut, dass es dir langsam mal auffällt. So, kletter ich hier mal rüber, oder?
Aber wer kreischt denn hier noch so da? Was zum Teufel? Ich stecke in einem Lager mit einem Haufen durchgeknallter Krabbler. Was glaubst du, was los ist hier? Ja, aber ist doch alles gut. Jetzt. Ja, ich wollte die ein bisschen auffüllen, die Laufschrift, von daher. So, hier, die Tür ist auf. Scheiße. Bist du okay? Ja. Ja, ist doch nur ein kleiner Krabbler, nicht wahr? Ja, bin ein bisschen genervt. Ja, suchen wir einfach die Sprengschnüre. Was meinst du? Das Büro ist da oben. Da müssten sie sein. Aber wir gucken trotzdem hier unten rum. Wie sollen wir denn da hoch? Komm, ich helfe dir darauf. Oh, warte. Ich soll als Erster gehen, falls da oben jemand ist? Oh, ganz genau. Jetzt mach schon. Feigling, ey. Ja, okay. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay, hoch! Oh mein jetzt Gott! Hilf mir oder so. Okay, ich bin oben. Einen Moment. Wir brauchen was zum Hochklettern. Hier. Kopf einziehen. Hm? Oh. Alles klar. Hey, das hier muss es sein. Oh, da ist bestimmt was drin. Krabbel. Bingo. Hier, halt mal auf, ich nehme es. Warum soll ich es nicht? Ach, du traust mir immer noch nicht. Das Fallen. Ja. Wie die Dinge liegen. Doch. Komm, lass uns verschwinden. So, da sind die mit. Einer reicht? Nur einem. Oh, na. Könnt ihr nochmal herkommen, ne? Skizzo, ich wollte mich noch bedanken. Nein. Wofür? Nein. Dafür, dass du mitgekommen bist und mir hilfst. Kann ich die Blume da ab? Du. Was ist denn das? Nein, im Ernst. Ich meine, wir waren nicht gerade willkommen in Lost Lake. Gib. Lass gut sein. Hm. Okay. Na gut, dann nicht. Ich war übrigens im Kino und habe den neuen Bad Boys gesehen. Daumen hoch. Selten, dass ein dritter Teil echt gut ist. Den zweiten fand ich so, ging so, und den dritten fand ich jetzt wieder richtig gut. Übrigens. Und ich freue mich wie ein Irrer auf Top Gun 2. Kommt auch im Sommer. Und diese Vorschau von der Unsichtbaren. Warum lässt du nicht? Was soll das? Sorry, Bruder. Ich hatte keine Wahl. Ich wusste es die ganze Zeit. Ich wusste es. Den mache ich fertig. Den mache ich sowas von fertig. Sowas von fertig. So war es von fertig. Fertig mache ich ihn. Dann ist nämlich Payback Time. Weißt du, wer ich bin? Du bist der Typ mit den Narben. Nein. Ich hab gedacht, Ripper haben keinen Namen. Wir sind auf dem Weg. Meine Anhänger. Ah, scheiße. Meine Anhänger haben ihre Namen alle aufgegeben. Aber ich nicht. Noch nicht. Aha. Carlos. Wie mache ich die jetzt gleich fertig, glaube ich? Oh, blaues Licht. Jesse. Du erinnerst dich. Jesse, was soll das? Ich behielt meinen Namen und die Erinnerung. Okay. Wie du und Boomer und Jersey Jim mich festgehalten hat, als Jack mit der Fackel kam. Jersey, das ist lange her. Wir hatten wirklich... Oh ja, ich weiß noch, ich schrie. Ist okay.
Ich weiß auch noch, dass ich damals etwas gelernt habe. Etwas Wichtiges. Einfach alles von dir. Wirklich alles, was dich selbst ausmacht. Oh, man kann es verbrennen. Bis nichts mehr übrig ist, außer deinem Namen. Und so sind die Freaks, weißt du? Ich weiß es jetzt auch. Und darum müssen wir genau wie sie sein. Okay. Ziehen wir das durch, oder willst du mich totquatschen? Oh, wir ziehen das hier durch. Deacon St. John. Aber wir machen das doch nicht allein, oder? Oh, yeah! Yeah! Wir machen das doch wohl nicht ohne Boozer, oder? Wir müssen es gemeinsam beenden, wir alle drei. Oh ja. Eins weg. Und was? Vielleicht noch ein Dutzend? Vielleicht mehr? Wie wahrscheinlich ist das? Wir alle drei. Du, ich, Boozer, am Leben. Und wir treffen uns hier am Ende der Welt. Was zur Hölle hast du mit Boozer gemacht? Oh, er ist noch nicht hier. Aber er kommt. Schon bald. Wenn ich das überlebe, werde ich Skizzo sowas von allem machen. Sowas von. Die will mich jetzt heiraten, oder was? Du bist es. Ich sah, wie sie dich herbrachten. Ey, das ist die, die dich gerettet hatte. Nein. So heiße ich nicht. Ich bin auf dem Weg. Ich habe keinen Namen mehr. Niemand hier. Alle, die mir je wichtig waren, sind tot. Und ich? Hör mir zu. Weißt du, warum wir wie sie sein wollen? Wie die Freaks? Nein. Weil ihr alle verrückt seid? Weil sie sich nicht erinnern, was sie verloren haben. Wen sie verloren haben. Von ihr. Los, Skizzo, ich komme. Ach, jetzt muss ich mich ja noch selber irgendwie. Ich habe keine Heilung mehr. Scheiße. Gibt's hier was? Irgendwo? Bisschen was? Nix? Gar nichts? Hm? Schnell speichern vielleicht? Hm? Auch nicht? Na gut. So, jetzt gehen wir hier raus. Wir humpeln etwas. Überall Gegner. Warte mal. Da ist. Jemand. Geh ich jetzt einfach raus? Der sieht mich doch, oder? Mach ich. Lisa. Lisa. Ja, genau. Ruf noch mal ein bisschen. Du musst doch hier Verbandszeug rumliegen, oder nicht? Lass mich sehen, dann reißt sich die ganze Bude hier ein. Bestreich dich! Führen zur Freiheit! Spiel! Oder wie? Ist klar. Ich zeig dir den Weg. Da sind die. Vergiss deine Namen. Wo ist denn der? Ich höre noch jemanden hier. Sei Tag ist ein Geist und das war's doch jetzt hier, ne? Hier bin ich doch schon ruhig, oder was? Da, da komme ich. Oder nee. Irgendwie gibt's da oben.
Ohne dass sie mich sehen, da lang, okay. Sei frei. Oh, doch nicht, oder? Hier? Hier so? Auch nicht. Okay, also hier rüber. Auch nicht. Also doch oben rüber, okay. Jetzt auch platt machen können oder nicht? Nur der Hüher ruft. Oh. Ah, immerhin ein bisschen. Ja, das finde ich gut. Immerhin ein bisschen faires Respawn. Aber wie soll ich denn die umbringen, wenn... Höre die Lehre des einen Geistes. Sei frei! So. Kann ich mich jetzt sonst hier durch? Was war das? Dingsen. Ach, hier. Er wurde befreit. Casablanca 2? Das war's. Miley Cyrus? Wo seid ihr drauf? Raucht ihr? Das sind wie viel? Das sind zu viele, ne? Die kriege ich doch gar nicht. Jo, ihr raucht oder jo? Wie soll ich denn da jetzt... Ich stehe hier mitten im... Hab ich irgendwas? Ich habe Steine, okay. Habe ich nichts? Kann ich... Nö, auch nicht. Ich habe eine Knarre. Wieso habe ich eine Knarre? Kann ich jetzt hier aber gar nicht einsetzen. Hingeschmissen. Scheiße, jetzt gucken die hierher oder was? Oh. Ach, egal. Du machst ja eh nur nie, nie. Siehst du mich jetzt, wenn ich hier lang gehe? Die muss ich auch noch ablenken, irgendwie. Kann ich mich da in die Büsche verstecken? So halbwegs. Hier lang, hier außen. Ach, da sind ja noch mehr. Kotzen die alle? Das ist ein Feuer, das kann man doch nicht verfehlen. Irgendwas.
Ist das in dem Gebäude jetzt, wo ich hin muss? Gibt es hier irgendwas zu sammeln? Nee. In dem Haus vielleicht, aber. Also, wo sind meine Sachen? Wie bringe ich euch jetzt um? Allesamt. Ja, lock ihn zu mir hin, genau. Ist nicht ohne. Ist nicht ohne. Ja, wo bin ich? Bin ich wieder hier? Och, scheiße. Den kann ich doch gerade mal metzeln, oder? Metzel ich die jetzt auch alle? Ja, wir sind ein Geist. Gehe ich halt dahinter lang. Da ist noch einer, aber einer nur. Vielleicht ist das besser, hier lang zu laufen. Und dann messer ich den da, wenn der so alleine ist, so einsam. Hauptsache, er dreht sich nicht um. Wieder im Missionsgebiet. Ist doch hier ganz gut, oder? Oh, da ist wieder einer. Einer? Da ist es, da muss es sein. Der steht da ein bisschen doof. Aber sieht mich nicht. Drin, ne? Scheiße. Steht der draußen? Was hier im Haus hält, sieht er mich ja gar nicht. Das nehme ich. Das ist meine Mütze. Der Arm sieht ja übel aus. Ja, schön ist das. Ich habe mal eine Frage. Was soll das Ganze? Ha? Ihr holt euch Leute hierher, macht sie irre, stehlt ihr Zeug. Und dann was? Nehmt alles und werft in das Feuer da draußen, ja? Scheiße, Mann. Oh, hallo. Ja. Ich hab noch eine Frage. Meine Kutte. Was? Meine Kutte, meine Lederjacke, meine Scheißjacke, wer hat sie? Weiß nicht. Carlos. Okay. Halt! Er ist weg! Hat es genommen und ist einfach weg! Komm zu uns! Ja, doch, das okay. War richtig. Das schauen war wir uns mal um. Was haben wir hier? Er ist vor kurzem hier weg.
Hier lang. Ich habe keine Munition. Warum nicht? Jetzt habe ich eben... Jetzt habe ich doch keine Munition. Immer noch 35. Scheiße. Ich kann aber herstellen. Das finde ich gut. Die benutze ich schon mal. Die auch. Warum nicht? Wenn ich sie schon habe. Hm, gut. Ist, glaube ich, besser als ein Messer, ne? Was gibt's denn hier alles jetzt? Der ist da raus. Gibt's denn irgendwas zu looten hier? Irgendwas zum Mitnehmen? Munition vielleicht? Ist nicht gewollt, ne? Die sind frisch. Dich muss ich ablenken, schätze ich mal. Steine. Steine. Alles voll Steine. Da. Achtet gar nicht auf mich. Bin darüber, ohne dass sie mich sehen? Nicht schlecht. Wie weit kann ich ihn schmeißen? Nicht so weit. Hm. Über die Brücke? Über die Treppe vielleicht? Irgendwie hinten rüber? Oder verlasse ich wieder Missionsgebiet? Genau. Da sehen sie mich, da sehen sie mich, da sehen sie mich. Scheiße, da ist es weg. Da ist jemand. Hier ist irgendwas. Da ist er. Ist jemand. Drinnen. Shit, nicht auf. Die auch nicht. Hm. Muss ich die beiden Typen jetzt umlegen oder was? Echte Zombies lachen und stehen wieder auf. Das stimmt. Ja. Und merke eins, Verrückte sind nie sofort tot. Das ist ja scheiße hier. So. Wäre geil, wenn er jetzt hier... Kopfüber, ey. Wenn er jetzt hier speichern würde, wäre super. Michi, wie bei Aliens, oder? Ah, fuck, der guckt jetzt hier. So. Den muss ich jetzt mal umdrehen. Oh, scheiße, jetzt kommt der. Ich dachte, da war was.
Dann gehen wir durch die Haustür rein, die Haupttür. Da geht's gar nicht rein, wie es aussieht. Wie komme ich denn in diesen Bau rein? Da links oder was? Warte mal, hier ist doch so ein cool. Ja. Hey. Tu mir einen Gefallen. Zieh das Ding aus. Ja, 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 wir tilgen deine Seele. Ja. Danke. Steig hinab, Arschloch. Das ist ganz schön gewalttätig, das Spiel. Ah, erwischt. Wie denn? Oh, das ist ja Kacke jetzt. Endlosschleife? War das ein Triggerpoint? Schnell. Okay, das war sogar einer. Heftig. Also wenn sie mich jetzt nämlich... Einfach auf die Fresse. Klar, Milau. Logisch. Du kennst mich. Gehst du den Weg? Da ist einer. Und da ist auch einer. Wieso ist das schon wieder? Wieso sind die beiden wieder da? Hallo? Die habe ich eben gerade... Oh, da liegen sie doch noch. Die liegen doch da. Das ist ja mal doof. Dann muss ich euch wohl nochmal umlegen. Hilft nichts. Ich schicke ihn ein bisschen weiter. Oh, ich bin gefunden. Wir sind ein Geist. Du stehst sowieso schon gut da. Drehst du dich mal nicht so? Du kommst gleich wieder, ne? Bruno, moin! Dein Kumpel ist tot. Ist das jetzt schlimm, oder? Ich hab euch jetzt zweimal umgelegt. Wie, ihr kommt nochmal wieder, ey. So, ich muss darüber. Das sieht doch gut aus, oder? Ist da jemand? Na, da ist noch keiner. Ich renne jetzt einfach mal rüber. Suche ich Matt Carlos eigentlich, oder wen suche ich hier? Schätze ich mal, oder? Wir sind Gefundene! Wo komme ich denn da hin? Da, durch ein Loch in der Wand. Wieso jetzt aber? Wieder Video? Du wirst machen. Nie ein Gefundener! Nein! Nein! Knapp, diese Drecksau! Lisa! Lisa, hör mir zu! Okay, du hast mich befreit. Hier ist es nicht sicher. Komm mit mir, befreit. Nein! Schön, dann komm nicht mit, aber du musst sofort von hier weg. Sonst töten sie dich. Hast du mich verstanden? Ja. Los! Lauter! Geh doch. Okay, pass auf. Lauf so schnell du kannst. Meide die Straße und bleib auf keinen Fall stehen. Los. Zombies auf der Arbeit besiegt. G-Roy, moin. Sei ein. Oh, Munition. Alles voller Zeug. Guck dir das an. Was haben wir denn hier? Und noch mehr. Mach voll. Schießen wir uns frei? Na, viel ist es ja nicht. Kein Schalldämpfer, schade. Doch, hier haben wir einen. Habe ich jetzt einen dran oder was? Da, jetzt. Und dann laden wir auch mal noch. Mollys haben wir. Drei, zwei Granaten.
Kann ich hier was herstellen? Nein, aber ich habe 3 von 3, das ist gut. Alles gut. Nehme ich erstmal Schalldämpfer hier. Mehr hier keine Systeme. Das große Erwachen nah. So, schätze ich mal, ich schieße mich einfach frei jetzt oder was, ne? Weil. Denke ich mir. So. Mal hier raus. Der Typ von eben. Wo rennen sie alle hin? Ja, wo laufen sie denn? War die denn Schalldämpfer? Hatte ich doch. Könnte ich doch, wenn ich wollte. Wo sind die alle hin? Wie die Krummel. Usa. Hörst du mich? Usa, wenn du mich hören kannst. Es ist Skizo, er hat mich reingelegt. Die Ripper, Usa, sie kommen. Du musst Iron Mike warnen. Ja gut, dann laufen wir nur. Ich hätte gedacht, ich muss mich freischießen, aber nö. Ist ja langweilig. Und nun? Zu meinem Bike. Wo ist mein Bike? Da, irgendwo da hinten. Komme ich dann hier so spots rüber gejumpt? Überlebe ich doch, ne? Genau. Ach, langsam, langsam. Achso, 700 Meter zu meinem Bike. Nö. Aber das steht da oben, schätze ich. Ist das Treibsand? Da gehe ich lieber nicht rein. Es ist da oben. Es ist der falsche Weg. Ich muss hier lang. Also, muss ich mich freischießen? Also doch. Ist doch schön. Straße hoch. Guck mal, können wir uns hier ein bisschen verstecken. Gut, dass ich sie markiert habe. Da ist noch einer. Hey, können die mich jetzt entdecken oder? Nee, ich glaube nicht, oder? Dürfen sie, glaube ich, nicht. Ich hätte sie gerne umgelegt, aber nein. Ich kehre zu deinem Bike zurück. Das Bike 700 Meter entfernt, das kann doch nicht sein, oder? Ausdauer verbraucht. Dann nehmen wir so einen Cocktail. Oh, Wölfe. Und Zombo. Hallo Horst. Ach, Schatten Wolf. Ich hasse Wölfe, ey. Oh, komm. Lass die Typen Typen. Hat er mich jetzt doch. Na gut. Hat er mich jetzt gewittert? Ah. Den habe ich noch nicht. Oh, Pilze. Ich muss zu meinem Bike zurück. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin doch auf dem Weg. Habe ich das echt hier geparkt? Komisch. Da kann ich ja leicht zu Fuß hinlatschen. Wo ist denn mein Bike? Gibt's hier was zu looten? Nö. Bin eh voll, ne? Ach, ich
muss den Pfad finden. Ich habe mein Bike in 400 Meter Entfernung geparkt, wetten? Lass mich in Ruhe, doch. Wobei der Pfeil ist weit links und die... Okay, ich muss mich rausschießen. Oha, okay. Da ist noch einer drin oder was? Wo kommt die Lampe her? Wo ist denn mein Bike? Da unten irgendwo. Ich brauche mein Bike. Muss ich die umlegen? Ich muss da lang, ne? Gehe ich fast von aus. Hier rum? Da komme ich nicht rum, oder? Da ist eine Panzersperre. Ah, hier ist noch so ein Hannes. Ah, das ist ein Schalldämpfer, ja. Rein, oder? Aber das... Ich komme da nicht vorbei. Ja, komme ich da oben rüber und dann... Da rüber und dann reinspringen? Wahrscheinlich nicht. Also muss ich hier durchs Zelt. Uiuiui. Okay. Wir sind Gefundene. Das bist du. Feuer macht dich frei. Ein Trottel. Krieg ich jetzt ein Ohr? Der ist doch hier gepanzert, ne? Ich hätte es wissen müssen. Shit. Oh! Okay. Der merkt das gar nicht. Das ist natürlich voll die Verschwendung von Munition. Komme ich da wieder raus aus dem Fenster? Bleibst du da sitzen? Oh, Schrott. Ich kann ja hier raus eigentlich, ne? Jetzt geht er weg. Okay.
auch gut. Ah, Idiot, ey. Ich mein dich. Hier! Er ist hier! Oh, die Wumme nehmen. Feuer! Feuer! Komm schon, Drache! Zurückziehen! Los, in Deckung! Schnapp dir das Schwein, er hat sie erwischt! Mann. Wo war der denn? Ich bin getroffen! Tja, nur so doof bist du mich nicht triffst. Bräuchte hier nochmal einen von. Mist. Waren sie eh alle, ne? Lappen. Bleibst du da oben? Ich komme am Grenzposten nicht vorbei. Es sind so viele. Also ich habe sie doch weggemacht. Brauch Munition. Das ist ein Polizeiauto. Aber mein Bike ist doch eh da. Ist das durch den Tunnel da oder wo ist das da? Ist das der Grenzposten? Oh. Da ist doch gar keiner, oder? Gar keiner. Milo, vielen Dank fürs Zugucken. Schönen Abend für dich auch. Ach so, oh shit. Okay, ich muss dann da hinten lang. Guck heran, guck heran. Hier ist Munition. Nehmen wir mit. Wieso, wo muss ich denn da lang und wo sind da viele Grenztypen? Da ist doch nur einer. Von hier nicht. Kein Strom. Ach, Scheiße. Scharfschütze, lass den Schmerz zu. Auch nicht. Warte.
Und hier jetzt runter oder was? Da hätte ich auch rumgehen können. Wie spät haben wir es denn? 20 vor 8. Wir machen auf jeden Fall noch bis 20 Uhr. Ich versuche diese hier noch fertig zu machen. Diese Story-Aktion hier. Mein Bike ist dahinter. Dahinter oben. Ich gehe jetzt hier runter. Und dann hier hoch, oder was? Sehe ich so. Oder wie seht ihr das? Und hier sind ja nur noch Zombies. Das ist ja nichts Wildes mehr, oder? Oh, Pilze. Ich will jetzt zu meinem Bike. Jetzt sofort. Was sagte er? Ich muss den Pfad finden. Mit was denn geht Spiel und Zeug auf Sendung? Hat er was Neues? Muss er ja, ne? Aber was hat er? Was hat er denn? Komm ich da rum? Ich musste echt 500 Meter, 800 Meter, 1700 Meter zu meinem Bike laufen. Das war doch wahnsinnig hier, ey. Was ist das? Wo ist was? Mein Bike? Ach da. Ach guck hier, der Pfad. Warum habe ich mich von Skizzo überreden lassen? Ja, Penner. Ich bin so ein Idiot. Ich hätte es wissen müssen. Ich sag dir das. Ich nur zulassen, dass Skizzo mich verarscht. Wir schreien nicht so rum hier. Da sind noch Typen. Müssen wir wegmachen. Das alle? Skizzo so fertig machen. Da sind noch mehr. Dieser gottverdammte Jesse Williamson Carlos. Verfluchter Dreckskerl. Anstatt des Tattoos Insekten die Gurgel rausschneiden sollen, Jesse. Alles ohne Schalldämpfer. Peng! Gartenplanung. Gartenplanungsstream. Oh. Nicht ganz meins, aber könnte interessant werden. Heimautomation für Gartenplanung oder normale Gartenplanung?
Ja, ist okay, Dude. Kein Problem. Ich wollte eh nur bis 20 Uhr machen. Und Skizzo wird mich sicherlich nicht plätten. Der... Gleich da. Der nicht. Boozer. Lost Lake Cam, kommen. Skizzo ist auf dem Weg. Mit Rippern. Hörst du mich, Mann? Kann mich irgendjemand hören, Gottverdammt? Lost Lake! Scheiße! Kein Schwind, der ist schon da. Da, da. Es ist noch da. Viertelstunde haben wir noch. Das heißt, dann mache ich auch Feierabend. Oh, cool. Ihr schafft es also dann rechtzeitig zu Spiel und zurück. Boozer, bist du da? Ricky, Lost Lake Camp. Jemand da? Deacon. Ja, ich bin's. Moment, warte! Deacon, Mike hat einen Suchtrupp geschickt. Ricky, hör mir zu, die Ripper sind hinter Boozer her. Dick? Nein, nein, nein. Hey, hey, nicht schießen, das ist Deacon. Iron Mike hat uns losgeschickt. Ripper! Alter, ich halte sie euch vom Hals. Wir müssen zurück zum Camp. Keine Sorge, ich mach das schon. Ja. Wir müssen sie stoppen. Na komm schon! Ach scheiße. Okay, ein Reload. Bad Boys war klasse, G-Boy. Also ich fand ihn klasse. Ich fand ihn echt gut. Also Jan hatte ja bemängelt, dass er zu wenig Witz hatte. Ich fand, der war durchgängig, immer mal wieder lustig. Deacon, Mike hat einen Suchtrupp geschickt. Ricky, hör mir zu, die Ripper sind hinter Boozer her. Deacon? Oh, stimmt. Nein, nein, nein. Hey, hey, nicht schießen, das ist Deacon. Iron Mike hat uns losgeschickt. Ripper! Alter, ich halte sie euch vom Hals! Wir müssen zurück zum Camp! Keine Sorge, ich mach das schon! Wir müssen sie stoppen! Action geladen, lustig. Mehr von denen! Nein, 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 weiter! Fahrt weiter! Wir sind fast da! Noch mehr Ripper! Ich sehe nichts! Autofalle! Wollen die Straße sperren! Fahrt drumherum, nicht bremsen, okay? Wir sind fast da. Ihr fahrt zum Osttor rüber. Verstanden? Zur Hauptbrücke. Ich biege hier ab und komme dann über den Steg. Über den Sumpf. Wenn ihr Boozer seht, dann sagt ihm, die Ripper sind hinter ihm her. Verstanden? Verstanden. Hey, St. John. Viel Glück, Dick. Euch auch. Und wenn ihr Skizzo seht, dann bringt ihn um. Nein, ich spoiler nicht, Dude. Ich spoiler nicht. Er war gut, er war lustig, er war traurig, er war actiongeladen. Pff, ist ja kein Spoiler. Er ist mit Will Smith und Martin Lawrence. Und die Kinokarte kostet so 11 bis Euro um den Dreh, glaube ich. Irgendwie so. Ich hatte Gutschein. Genau, G-Roy. Oh, jetzt hast du den ganzen Film verraten. Oh, Mann, oh, wieder. Zwei Kinder! Nein, nicht mehr schreien! Hey, 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 nein, 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 hey! Bitte. Ist okay, ich werde dir nicht wehtun. Komm schon. Okay. Komm schon. Hey, nein, 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 alles gut, alles gut. Es ist nicht tief, wird schon wieder. Jetzt hör zu, sieh mich an. Ich suche nach Boozer und Skizzo. Kennst du sie?
Weißt du, wo sie sind? Ich weiß es nicht. Ich meine, das alles, es ging einfach so furchtbar schnell. Sie waren überall. Die Ripper, sie waren plötzlich im Camp und sie folterten uns. Ja. Sie schnappten mich. Und doch Jan, Eric und Blake. Hey, sag mal, wie heißt du? Nicole. Nicole, kannst du mit Waffen umgehen? Ja. Gut. Ja. Okay. Siehst du den Turm da hinten? Ich will, dass du draufsteigst und in Deckung gehst. Wenn Ripper hier durchkommt, lässt du ihm den Kopf weg. Ich gehe und suche deine Freunde, okay? Los! Aber nur die echten Ripper. Bleacher sind Albino-Schwärmer, das wussten wir doch. So. Mir gleich die Knarre hier, ist auch egal. Munition mitnehmen, bitte ich Max. Hier war noch eben noch Munition. Okay. Na gut, dann nicht. Ich lasse nicht zu, dass sie noch mehr von meinen Leuten töten. Ruhe im Frieden. Im Haus? Nicht jetzt, nicht jetzt! Oh. Scheiße, da kommt der brennende Typ. Nein, Dude, das stimmt nicht. Und blödes Schwur mich nicht schreiben. Kommt der brennende Penner hier an, ey. Scheiße. Oh, mach gut. Nein! Ah, gehe ich gleich hier hin, weil das ist, glaube ich, wichtig. Ja, so, bring okay. Ihn hinab! Bring ihn mit mir! Ah! Wir müssen sie doch umlegen. Alter, jetzt noch kurz vor 18 Losing. Das ist natürlich nicht so geil. Hätte die bloß keine Werbung für Spiel und Zeug gemacht. Steig hinab, Arschloch. Ich lasse nicht zu, dass sie noch mehr von meinen Leuten töten. Schießt doch jemand, Mann! Getroffen! Ruhe in Frieden! Ist das geskriptet? Kommt der Typ hier nochmal mit seinem Brennen? Feuer macht dich frei!
Alles klar. Danke. Leise, keine Zeit. Ihr kennt auch Nicole, oder? Okay, dann hört mir zu. Geht nach Westen zum Steg, sie ist oben im Wachturm. Ihr werdet ihr helfen. Ich will keine Ripper mehr über den Sumpf kommen sehen, verstanden? Du bist der Engel. Mein Gebet wurde erhört. Ja, nun. Gut, dann los, los! Danke. Okay, Nico, ich hab meinen Job gemacht. Jetzt bist du an der Reihe. Beende deinen Namen! Usa, Rick, irgendwer. Mann! Entschuldigung. Ich hoffe, ich bin im Haus jetzt. Usa, Rick, irgendwer. Dick, ich dachte, du wärst tot. Ricky, wo ist Usa? Wo ist Skizzo? Ich weiß nicht, was hier los ist. Skizzo ist mit Boozer? Wohin? Wohin, Ricky? Ich, Dick, Ripper, sie brechen in die Krankenstation ein. Verdammt! Ich bin schon unterwegs. Warte auf mich. Deacon? Ellie. Nein! Verdammt, Ricky! Ich sitze fest! Komm schon! Aus der Schusslinie! Zurückziehen! Stopp! Lasst mich euch Carlos aufklären! Endlich! Ja! Der Heilungsbutton ist echt doof angebracht. So, dann machen wir noch zwei. Ja. Was ist denn dieser Scharfschützenpenner? Ja, das wirkt gerade wirklich wie Endmission, weil das ziemlich schwer gerade ist, finde ich. Puh. Das ist wirklich schwer. Von allen Seiten. Boah, nicht schon wieder. Usa. Ricky, irgendwer. Dick, ich dachte, du wärst tot. Ricky, wo ist Usa? Wo ist Skizzo? Ich weiß nicht, was hier los ist. Skizzo ist mit Usa? Wohin? Wohin, Ricky? Ich... Sie brechen in die Krankenstation ein. Verdammt! Warte auf mich. Deacon? Ellie. Nein! Oh, verdammt, Ricky! Siehst du das? Du willst mich treffen! Station. Du wirst von uns heiß. Ja.
da habe ich nicht gedrückt. Ich muss nach. Ist es. Okay, Trigger Point. Dude, ja, vielen Dank fürs Zugucken. Nicht! Lass sie gehen! Bitte! Nicht! Viel Spaß bei Spiel und Zeit. Nein! Waffenstillstand! Ich dachte, du solltest drinnen bleiben. Ich hörte jemanden rufen. Ich kann sie nicht sterben lassen. Warte. Halt mal. Was zur Hölle war das? Ist vorbei. Iron Mike hat Waffenstillstand geschlossen. Warte, was? Was zum Teufel ist hier los? Finden wir es raus. Alles okay? Komm. Tut mir leid. Einfach alles. Oh Gott, mir auch. Keine Ahnung, was so Rocco Dillon da das ist doch alles nur ein Missverständnis. Sie wollen nur... Sie stürmen mein Camp. Ermorden meine Leute und du nennst das Missverständnis? Ihr habt den Vertrag verletzt. Kommt auf unser Land, steht unsere Vorräte, bekämpft und tötet meine Leute. Hör zu, ich hatte einen Deal. Hey, Ruhe! Steig hinab, Bruder! Steig, warte. Okay, Schizo, erzähl mir mehr von diesem Deal. Verdammt nochmal. Warte! Erzähl's ihm doch. Erzähl ihm, wie du uns an sie verkauft hast. Was zum Henker willst du von mir? Oh, verdammt nochmal, Schizo. Erzähl's ihm, oder ich schneid dir die Kehle durch. Okay. Jupp. Danke. Ich hatte einen Deal mit Carlos. Gerade gegoogelt. Mike? Kannst gleich blocken, den Kerl. Das war nichts gegen das Camp. Ich schwör's. Es geht um sie. Um die beiden. Ihn und Boozer. Wer will er gar nicht? Nur sie. Ja, wie läuft der Deal so für dich? Ich hab's fürs Camp getan, Mike. Um es verdammt nochmal zu retten. Er hat den Vertrag verletzt, Mike. Mike. Bitte. Dick. Schön, dass du wach bist. Aber lass ihn los. Dick. Nee, ich würde ihn umlegen. Ich würde ihn umlegen. Okay. Okay, also... Stimmt das, was er sagt? Dass ihr einen Deal hattet? Nur verirrte Lügen. Ja, es stimmt. Okay. Ihr bekommt Deek. William. Die Biker Boys oder wie ihr sie auch nennt. Und ihr lasst Lost Lake in Ruhe. Ihr ruht dann in Frieden. Du hast mein Wort. Und das ist ja was, hm? Dein Wort. Iron Mike. Großer Oberhäuptling der RIP! Hey, wir kamen mit der Fahne des Friedens. Frieden am Arsch! Das ist mein Camp. Meine Leute. Und du kommst her mit einer dreckigen Fahne und willst mir was befehlen. Nicht mit mir. Es ist mir egal, was die beiden getan haben. Und warum du sie willst. Ich weiß nur, dass du sie nicht kriegst. Wir hatten einen Deal. Nein, das ist der Deal, Carlos. Und das ist der einzige, den du kriegst. Jetzt nimm deine Leute und verschwinde aus Lost Lake. Oder wir alle sterben. Genau hier. Und jetzt. Scheiße, Mann. Wir sterben. Unser Vertrag gilt. So wie immer. Was mich angeht. Du mieses Arschloch! Okay. Bringt sie aus meinem verdammten Camp. Der versucht doch noch was, oder? Ey, ja. Das war's noch nicht.
Carlos. Steig hinab, Bruder. Ich geh zur Seite. Geh zur Seite! Mike, hey, ich will nur sagen... Ah! Ah! Bringt ihn in die Zelle. Scheiße, lass uns doch... Lass ihn los! Ich versuche euch etwas zu sagen und ihr hört nicht zu. Das ist nicht, wie wir die Dinge regeln. Wir handeln nicht mit Menschen und morden nicht kaltblütig wie Barbaren. Schafft ihn hier weg. Lasst mich los. Wir bieten ihm einen fairen Prozess wie zivilisierte Menschen. Und er wird zur Rechenschaft gezogen. Es tut mir nicht leid, Mike. Kein Stück. Verdammt, ich wollte das Camp retten. Die Ripper geben nicht auf. Carlos wird nicht aufgeben. Verstehst du? Sie hören nicht auf! Weißt du, wer das war? Jesse. Mhm. Ja, nach dem Ende der Welt Anführer eines Kults zu sein, reicht ihm wohl noch nicht. Er will außerdem auch noch Rache. Dieses gottverdammte Sackgesicht. Mhm. Ja, ich schätze, er weiß schon länger, dass wir hier sind. Die Nacht im Crazy Willy, das war kein zufälliger Ripper-Angriff. Und Skizzo wollte uns an ihn verkaufen? Wo steckt er jetzt? Wenn ich ihn finde, drehe ich ihm den verdammten Hals um. Vergiss Skizzo erstmal. Pack dein Zeug zusammen, ein paar Mollys und so viel Munition wie möglich. Warte, was hast du vor? Und ich weiß schon, dass... Ja, ist eine Scheißidee, aber wir machen es trotzdem. Ich werde mir den Sprengstoff aus der Lodge holen und dann die Sprengschnur aus Gesos Hütte. Triff mich bei der Brücke. Ich erklär's dir unterwegs. Fahren wir dann nach Norden? Ist das okay für dich? Ja. Oh ja. Bam, fertig? Yeah. Okay. Zack, zack, zack. Da gibt's überall dann irgendwelche Herstellungsrezept freigeschaltet. Was denn? Eine Ripper-Axt. Ist die gut? Nehmen wir. Und eine... Okay, jetzt können wir sie herstellen. Dick, hörst du mich? Melde dich, Mann. Ja, Ricky, ich höre. Hör zu, ich habe keine Zeit. Was war los, verdammt? Sie haben gerade Skizzo weggesperrt und... Ja, gut. Ich habe keine Zeit zum Reden. Und Carlos und die Ripper sind einfach weg. Nach allem, was sie getan haben. Ja, okay, toll. Mhm. Rede mit Iron Mike über den Scheiß. Werd ich. Aber wir müssen reden. Nicht, dass du noch irgendwas anstellst. Was denn, Ricky? Wir reden doch gerade. Unter vier Augen. Es ist wichtig. Es ist immer wichtig. Ricky, ich muss jetzt los. Deacon, warte! Sorry, Ricky. Wir reden später, okay? Deacon, Ende. Das sollte gehen. Okay. Bitteschön. Zack. Yep. Ein bisschen eindecken. Wir können auch ein paar Dinger verkaufen hier. Dann würde ich mein Bike reparieren. Und dann machen wir wirklich Feierabend. Ja, der Italiener... Scheiße, Mann. Also... Als die Ripper kam... Ich glaube, übersetzt war das Katze. Nettes Wort für Katze. Ja, ich weiß. Bis bald. Ja, generell hat er ja recht gehabt, wo ich dann 3-4 Mal abgelost habe. Aber es hat hier nichts zu suchen. Insofern habe ich den Typen gleich gesperrt. 300 Sekunden, der kommt dann irgendwann wieder und beleidigt mich wahrscheinlich wieder. Dicke. Keine Ahnung. Was, wie geht's dir? Dafür seid ihr ja auch da. Oh ja, Bike holen. Wieso ist das? Ja, mach mal. Ich mach voll. Und repariert. So, dann gehen wir hier auf schnell speichern. Bis demnächst, Dick. Dann habt ihr nämlich auch noch eine Chance zu Spiel und Zeit rüber zu wechseln, wenn ihr nämlich Bock habt. Der ist nämlich immer sehr interessant. Und insofern ist das nämlich jetzt hier der Punkt. Ich habe diese super Mission geschafft. Bisschen aufgeregt bin ich nämlich schon. Und von daher würde ich jetzt hier einen Cut machen und wir machen dann irgendwann nächstes Mal weiter. Übermorgen fängt Michi mit The Outer Worlds an. Finde ich auch interessant. Und ich glaube, Samstag ist dann großer Tag, wo wir wieder Jedi Fallen Order, war das so? Zusammen spielen. Und dann werde das wahrscheinlich mit kommentieren. Mal gucken, wenn er da Bock drauf hat. Jetzt habe ich vorhin ja gerne geschrieben, von daher gerne. Euch vielen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da und abonniert mich gerne, weil dann kriegt ihr da auch mit, was ihr denn, wann es weitergeht. Bei Twitter könnt ihr mich auch adden. Ne, ich bin da Doc Ollie Brown, ganz neu.
Und ja, dann ansonsten bis zum nächsten Mal. Schönen Abend euch. Tschüss.